Der ach so tolle Alex. Was willst du hier? Ich will mit dir reden, ganz in Ruhe. Was ist los mit dir? Kannst du mir verraten, was in deinem Kopf vorgeht? Alter, du musst mich hier nicht reinbieten, weil es nicht deine Bude ist. Okay? Können wir uns vielleicht mal auf einem vernünftigen Level unterhalten? Auf welchen denn? Auf welchen Level denn? Dass du dich überall einmischen musst? Ich? Was ist denn mit dir los? Was ist aus dir geworden? Was ist mit meinem Bruder los? Ich verstehe es nicht mehr. Alex. Wenn mir jemand vor ein paar Tagen gesagt hätte, dass mein Bruder eine Frau schlägt, hätte ich gesagt, er ist ein Idiot und er ist ein Lügner. Das, was ich gesehen habe, war nicht mein Bruder. Erkläre mir, was mit dir los ist. Muss ich dir ernsthaft erklären, wie du mich dauernd darstellst? Dass du überall mit deinem Geld rumwedeln musst? Hast du einen Knall oder was? Wie reich Alex ist? Wo ist eigentlich Sam? Kommt sie auch noch gleich um die Ecke? Die ist doch sonst immer mit dir. Die ist doch auch die Königin der guten Ratschläge, die sich überall einmischen möchte. Ich habe versucht, meinem Bruder zu helfen. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben die größte Scheiße zusammen durchgemacht. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass ich dich raushalten soll. Warum handelst du mich so? Warum dieser Neid? Was soll der Schwachsinn? Alles, was meinst, weil du mich ist wie ein Typ aussehen lässt, Alex. Das ist doch in deinem Kopf, nicht in meinem. Was denn? Weil ich keine Frau bin oder was? Du bist ein Idiot, Mann. Weißt du was? Idiot. Ich hab die Schnauze voll. Du hältst dich von ihr fern. Verstehst du das? Du hältst dich von Sophia fern. Du hast Hausverbot im Cage. Du hast Hausverbot im Salotto. Ja? Du nicht mehr. Ey, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ey, was denkt Alex, wer er ist? Dass er sich einfach einmischt und mir verbieten will, ich soll mich von Sophia fernhalten? Der soll sich um seinen eigenen Scheiß kümmern. Und er hat den Schlag in die Fresse einfach verdient. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Manu ist nicht mehr er selbst und... der braucht eine Therapie oder irgendwas, weil so geht's nicht weiter. Und ich hoffe, er hat einfach kapiert, dass ich jetzt von Sophia fernhalte.